Herzlich willkommen in Berlin heute hier aus dem Studio. Mein Name, der heißt Daniel Warke. Überraschenderweise, wie es auch in der Vorschau schon angekündigt war, ich durfte heute den fantastischen weiten Weg von Leipzig nach Berlin auf mich nehmen, um euch zu besuchen in dem Format Sing mit vom Chorverband Berlin. Ich freue mich, hier zu sein. Und bin auch etwas eingeschüchtert von den wunderbaren Dozenten, die hier schon vor mir gastieren durften. Und wurde gefragt, was möchtest du denn mal machen? Schick das doch mal vorher rüber. Und habe mir überlegt, dass ich als jemand, der unglaublich gerne ganz vieles gleichzeitig macht, euch entsprechend auch ein paar der Bausteine mitgebracht habe heute, die ich gerne mit Gruppen, mit denen ich so arbeite, tue. Tatsächlich, wer mich gar nicht kennt, ich arbeite sehr, sehr gerne und viel mit verschiedenen Gruppen von Schülern bis hin zu Senioren, bis hin zu Musikstudierenden, bis hin zu Hobbymusikern. Das ist unglaublich vielfältig. Und meistens arbeite ich derzeit an der Musikhochschule in Leipzig und leite dort den Jazzchor, gebe dort Kurse für Chorarrangement im Jazz- und Pop-Bereich. Und ansonsten tummel ich mich hier und da und dort. Vielleicht noch in den Begrüßungsteil mit integriert. Seit jüngstem darf ich von dem Herrn Marc Sicara, der auch schon hier zu Gast war, die Young Voices in Brandenburg übernehmen, die Leitung sozusagen. Und es ist natürlich zu Corona-Zeiten eine spannende Sache, einen Chor neu aufzubauen. Aber falls der ein oder andere bei euch sich animiert fühlt oder sagt, ich kenne jemanden Junges zwischen 14 und 18, für die Chor, wenn wir denn wieder in echt dürfen, was wäre, dann schickt die doch gerne vorbei. So, jetzt geht's los und zwar möchte ich mit euch zu Beginn ein paar Warm-up-Sachen machen. Und zwar gehe ich mal rüber an das Mikrofon, dass wir uns, das gilt für euch übrigens zu Hause auch, ihr dürft, sollt und dürft natürlich sehr gerne Dinge mitmachen. Es wird ziemlich viele Erklärteile heute geben, wo ich ein paar Gedanken loswerde, wie ich über einen Ton denke oder über Improvisieren denke. Tatsächlich werden das große Topics heute sein. Das eine ist, wie kann ich mir einen Ton überhaupt vorstellen, einen gesungenen Ton? Ein weiteres Topic wird sein, wie kann ich denn an das Thema gesangliche Improvisation als jemand, der nicht gerade Konzertpianist ist, rangehen und verstehen, was ich da eigentlich singe, während ich vielleicht bisher nur intuitiv improvisiere. Das sind so meine Kernthemen, um die wir heute kreisen und ein bisschen spontan sind wir auch. Das heißt, fühlt euch angeregt, zum Beispiel jetzt in den Kommentaren einfach ein bisschen was reinzuschreiben, in Fragen, Wünsche. Ich kriege von Maiko, der nebenan schwitzt und tippt, immer wieder mal Feedbacks rein. Das heißt, ihr könnt also Einfluss nehmen auf das, was hier heute passiert. So, jetzt dürft ihr erstmal Einfluss auf euren Körper nehmen und euch erheben. Wir gehen mal hier rüber und machen es uns im Stehen gemütlich. Erheben ist schon allein deshalb wichtig, weil wir derzeit wahrscheinlich den ganzen Tag fleißig sitzen. Und deswegen stellt euch mal so hin, dass ihr das Gefühl habt, euer ganzer Körper ist durchlässig. Das heißt, die Knie sind schon mal nicht durchgedrückt. So, ihr dürft wirklich mal so ein bisschen da hängen. Die Arme baumeln einfach nur runter. Ihr habt das Gefühl, da darf man mal den allen Muskeln, die es im Arm gibt und in den Fingern gibt, mal mitteilen, dass die gerade überhaupt nichts machen müssen. Ihr wippt mal so ein kleines bisschen angenehm und merkt sozusagen alle Körperteile, was sie eigentlich so für ein Eigengewicht haben. Versucht mal in euren Kopf reinzuspüren. Macht mal so kleinere Halsbewegungen, um dem Hals mitzuteilen, der muss den im Bestfalle auch nicht festhalten, den Kopf, weil der einen mittleren Punkt hat, den ihr euch mal sucht, an dem er sozusagen schön von selber auf dem Körper steht. So, dann nehmen wir mal einen tiefen Atemzug und lassen das Ganze durchlösen. Jetzt hätte ich gerne, dass ihr mehrmals mit mir zusammen atmet, und zwar nehmen wir jedes Mal ein klein bisschen mehr Luft in uns auf. Dafür stehen wir schön schulterbreit, Füße sind quasi so ausgestreckt und absorbieren quasi den Fußboden.
Und wir atmen in Etappen jedes Mal ein kleines bisschen mehr, halten entsprechend der Luftmenge, die wir in uns haben, den Atem an und lösen ihn danach raus. Okay, auf geht's. Wir nehmen 10% des Lungenvolumens. Das heißt, zuerst alle Luft raus und dann einen sehr kleinen Atmer. Damit geht's los. Und halten. Wieder raus. 30%. Das ist ein kleinerer Atmer. %50, das ist so ein Atmer wie du und ich. Nehmt das schön mit nach unten. %, das ist schon so ein Atmer, wo man wirklich ein bisschen Luft braucht. Und so, wir gehen einen Tick mehr in die Knie, 90%, das heißt wirklich richtig in den Fußboden, in das ganze Stockwerk unter euch reinatmen. Und so, und jetzt einmal 100%, wenn ihr voll seid, nochmal so nachschnappen und sich richtig aufdehnen mit Luft. Und so, sehr schön. Und wir schütteln das Ganze ab. So, das aktiviert immer sehr gut den Bereich an Atem, den wir eigentlich zum Singen brauchen, der gar nicht so groß ist. Aber wenn wir uns einmal richtig angewöhnen, das Lungenvolumen voll auszuschöpfen, dann kann man später viel bequemer auf einen kleinen Teil davon zurückgreifen. Jetzt möchte ich mit euch eine Übung machen, die der Felix auch nicht gemacht hat, aber die sehr stark in seinen Bühnenpräsenzbereich gehen. Es gibt eine einzige Übung, mit der ich gerne selber reingehe in alles, also in Vorträge, in Konzerte, in jegliche Situationen, wo ich sozusagen vielleicht gefilmt werde oder irgendwas machen muss oder performen muss, die extrem hilfreich ist und die möchte ich gerne mit euch teilen. Guckt euch, vielleicht habt ihr zu Hause einen Spiegel mal an, wie das ganze Ebenbild von euch jetzt derzeit aussieht. Und guckt es euch gleich in 2 Minuten nochmal an. Vielleicht könnt ihr es auch an mir sehen. Hab die Übung noch nicht gemacht. Ich mache die jetzt mit euch zusammen. Das ist so meine Körperhaltung, die sich gerade für mich als, ich sag mal, normal, also alles ist nicht in irgendeine Richtung gebogen, anfühlt. So. Jetzt denken wir uns mal in unsere Schulterblätter hinten rein. Ja, diese beiden Teile und führen diese beiden Schulterblätter zusammen. So wichtig dabei ist, dass das wirklich von den Schulterblättern aus passiert und nicht die Arme das machen, sondern wir bringen wirklich nur die Schulterblätter hinten zusammen. Das sieht total attraktiv auch aus, ist Sinn der Übung. Wir erinnern unsere Knie daran, dass die locker sind und nicht durchgedrückt. Genauso erinnern wir unseren Hals und unsere Arme daran, dass die frei beweglich bleiben. Trotzdem sind die Schulterblätter schön zusammen. Jetzt kommt's, jetzt bringen wir die zusammengeführten Schulterblätter nach oben. Wow, und dann dürfte spätestens jetzt jeder seinen Bürotag massiv merken. Guckt mal, dass das auch, das trägt auch zur Attraktivität bei. Die Arme so ein bisschen pendeln, der Kopf sich so leicht bewegt. Fühlt euch gern beobachtet von einem Menschen eurer Wahl, der euch schon immer mal so sehen wollte. Ihr dürft gerne so ein bisschen wippen, wie ich das auch gerade mache. Geht noch mal ein bisschen rein, dass es richtig wehtut, richtig mit Muskelkraft die Schulterblätter nach oben bringen, den Hals dabei locker lassen. Die zusammenbleibenden Schulterblätter bringen wir jetzt nach unten und lösen. So, wow, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Das müssen wir ein bisschen abschütteln und lockern. Die Übung wirkt am besten, wenn man sie direkt zweimal macht. Schulterblätter wieder zusammen. Vergesst nicht dabei zu atmen. Die Schulterblätter, die zusammen sind, bringen wir nach oben. Der Kopf bleibt leicht in Bewegung, die Arme auch. Dürft gerne ein bisschen in die Knie gehen dabei. Nicht vergessen zu atmen, auch runter zu atmen, während es hier schön nach oben zieht. Und jetzt bringen wir die Schulterblätter wieder nach unten und lassen los.
So, und lockern uns. So, ich weiß nicht, ob euch was auffällt. Jetzt ist das ungefähr meine Körperhaltung, die sich als normal anfühlt. Was ich selber ohne es zu sehen merke, ist, dass dieser Bereich hier sich total geöffnet hat und ich das Gefühl habe, ohne dass mir jemand sagt, mach mal die Brust raus und stell dich mal präsent hin, fühle ich mich selber präsenter. Es ist was sehr Angenehmes und Wohltuendes, vor allem bevor man singt und sich vielleicht vorher aktivieren möchte. Genau. So, das wäre meine Lieblings-Warm-up-Übung. Es gibt natürlich noch hunderte weitere, aber daran wollen wir uns heute gar nicht so sehr festbeißen. Und zwar möchte ich gerne, dass wir zusammen mal einen Ton summen. Das heißt, nehmt mal gerne die eine Hand hier auf die Brust, so ganz wohltuend, und sucht euch einen Ton eurer Wahl und haltet den erstmal gesummt aus. Versucht mal hier, wo die Hand liegt, diesen Ton mit seiner Vibration auch zu fühlen. Selbe Spiel machen wir nochmal. Versucht mal, einen Schritt größer zu werden und das Gefühl zu haben, der Raum, in dem der Ton klingt, der wächst, während wir den singen. Tatsächlich können wir diesen Raum, in dem wir einen Ton singen, ganz massiv beeinflussen mit diesem Bereich unseres Gesichtes. Streicht euch gerne mal hier die Wangen aus, sozusagen gerne hier mit etwas Power auch reingehen, dass diese Muskeln mal informiert werden. Die müssen gar nichts machen und ich gehe eigentlich in so eine Gähnposition. Anstelle von einer ganz hellen, präsenten Position gehe ich in diese Position. Und schon werde ich einen großen Unterschied feststellen an Klang bei einem gesummten Ton, ob er eben oder ist, ja. Wir gehen in diese ganz offene Position und summen den Ton nochmal. Ganz wohlfühlig. Das heißt, denkt an euer Frühstücksmüsli. Und schön. Auch was wichtig ist, ist, dass wir den Atem genau für den Ton benutzen und dass wir ihn nicht hinten verlieren, sondern an dem Punkt aufhören, wo wir merken, unser Luftstrom ist erschöpft. Genau, wir nehmen mal kurz mehrere Töne und summen uns ein bisschen warm mit. Von hier. Ganz genussvoll. Von hier auf drei. Von hier. Ich mache eine Sache im Gesicht selber gerade bewusst, die ich euch mitteilen möchte. Ich versuche, dass dieser ganze Bereich des Gesichtes hier, den ihr jetzt mal so berühren dürft, der darf sich entspannen, während er diese Übung macht. Wir machen das nochmal und ja, das heißt, das hier alles ist total beweglich und nicht fest. Auch das hier ist nicht fest. Drei und. Sehr schön. In diesem ganz müden Gesicht ist jetzt eine Sache wichtig, die angehen darf, und das sind unsere Augen. Die sind quasi das Einzige, was sendet, wo sozusagen der Ton durchströmt. Der Rest vom Gesicht darf total entspannt sein. Drei. Von hier benutzt die Luft, um diesen Ton schön klingen zu lassen. Drei. Bis dahin mal. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich später, wenn wir ein bisschen Theoriekram machen, wo er dann auch zur Not ausschalten dürft, wenn er gar keinen Bock drauf hat. Eine Sache möchte ich kurz mit euch teilen, und zwar ist das die Idee eines gesungenen Tones, auf die ich eigentlich erst relativ nach den 15, 20 Jahren Singen im Chor und Arbeiten mit Chören relativ kurzfristig erst für mich entdeckt habe und die mir relativ viel hilft, gerade wenn wir dann auch Repertoire singen, in einer A-cappella-Band singen, in einem Chor singen.
bestimmte technische Probleme in den Griff zu kriegen und auch Zusammenklang im Chor ganz fantastisch einzustellen, ist quasi meine Philosophie, aus welchen drei Bestandteilen ein Ton besteht. Und ein gesungener Ton ist für mich in erster Linie, und da werden die allermeisten Instrumentalisten, die irgendein Blasinstrument spielen oder Klavier, erstmal auch diesen Ansatz fahren, ist in erster Linie erstmal eine Hauptfrequenz, die wir darstellen wollen. Und das kennen wir alle, die Jazzpianisten, die dann im Chor mal singen und dann meistens einen ganz dünnen Ton haben, aber meistens eine sehr gute Intonation. Und das ist erstmal die Basis eines Tons. Das heißt, wir nehmen uns mal diesen Ton da, ja, auf Yeah, gerne mal ein poppiges Yeah. Und wir möchten in dem Moment als Basisinformation wirklich diese Intonation darstellen. Das heißt, wie so eine Laserlinie in so einem roten Faden in so einem Museum oder eine Angelschnur wird diese Intonation präsentiert. Yeah. Yeah. Mach das mal, versuch den ganz gerade zu singen. Yeah. Sehr schön, ich versuch's nochmal. Versuch, dass der dabei so wenig Vibrato wie möglich hat, dieser Ton, sondern wirklich wie so eine ganz gerade Schnur ist. Stellt euch den schön vor. Der Ton, der ist schon vorher da. Und wird eigentlich von uns nur als Lautsprecher hörbar gemacht. Aber diesen Ton gibt es schon. So, das ist erstmal die Grundlage eines gesungenen Tons. Das hat noch wenig mit Gesangstechnik zu tun, ist aber wichtig für unsere Ohren, ganz präzise zu informieren, diesen Ton meine ich. Jetzt gibt es zwei Bereiche, die noch dazukommen für mich bei einem gesungenen Ton. Das eine ist alles unterhalb dieses Tones, das nenne ich gerne Bottom oder Fundament. Und das ist quasi, was wir gerade angerissen haben mit dieser Durchlässigkeit. Das heißt, stellt euch mal vor, euer Körper ist ein Lautsprecher und der Bereich im Körper, der klingen kann, ist sozusagen in dieser Dicke eine Säule, die von endlos oben durch euren Körper endlos nach unten durch die Erde durchfließt und in dieser Klangröhre sitzt dieser Ton. Ja? Dafür müssen wir wirklich sehr, sehr durchlässig stehen und wirklich in diese beiden Richtungen denken. Und jetzt haben wir diese, yeah, sind wir da noch? Jawohl! Haben wir diese Linie und packen mal ganz viel Fundament unten drunter. Das kann sogar Richtung Persiflage Opernchor gehen und klingt dann. Ja. Ja, das heißt, wir lassen wirklich hier alles fallen. Der Ton kann jetzt tatsächlich auch, wenn ihr das bei euch bemerkt, intonatorisch durchaus vielleicht ein bisschen zu tief werden. Das ist für diese Übung jetzt okay, weil es geht wirklich darum, dass wir hier durchlässig sind. Hüpft mal ein bisschen, informiert euch, dass hier wirklich alles locker nach unten gehen kann, denn dieser Bereich hier unten, da soll er klingen, zwischen den Kniekehlen. Yeah. Und da merkt man, wow, man kann eigentlich relativ viel Sound abrufen, den man gar nicht zum Sprechen zum Beispiel braucht, ne? Aber da ist eine Menge da, wenn wir das mal so groß denken. Das ist der ganze Bereich von Fundament und Bottom sozusagen, der möglich ist unterhalb einer Intonationslinie. Und was meistens der Fall ist, ist, dass wir, wenn wir jetzt davon ganz viel reinnehmen, unsere Intonation leider flöten geht. Deswegen gibt es einen dritten Bereich eines Tones und ihr ahnt es, der ist dann oberhalb dieser Linie. Und den können wir zum Beispiel beschreiben, also ich nehme eigentlich gerne den Namen Glanz. Und wenn ich jetzt in einem neuen Chor bin und sage, packt mal ein bisschen Glanz drauf, dann ist vielleicht noch nicht klar, was gemeint ist. Aber wenn man das einmal vereinbart hat, was da gemeint ist, dann kann man richtig schöne Ergebnisse erzielen. Auch beim Sprechen kann ich Glanz verwenden oder nicht. Jetzt benutze ich ganz bewusst keinen Glanz in meiner Stimme und jetzt packe ich Glanz hinein. Das heißt, diese Höhen, dieses grelle, zischende, aufgeschlossene, das braucht sozusagen ein gesungener Ton ebenfalls. Das heißt, wenn ich mache, ja, dann klingt der Ton zwar voll auf Körper, aber er hat im Grunde keine Präsenz, die mich erreicht und berührt.
Und wenn ich ihn jetzt aufgenommen hätte, möchte ich wetten, war ich ein bisschen zu tief. Ja, so knappe 10 Cent tiefer war ich gerade. Genau, einfach weil ich diesen Glanz vermissen lassen habe. Wenn ich den hinzunehme, ich versuche es mal gut vorzumachen, einmal ohne und einmal mit Glanz. Ihr könnt es dann mitmachen. Ja, und mit Glanz wäre ja. Das heißt, was letztlich passiert, ist, ich denke nicht nur nach unten, sondern hinterm Kopf denke ich den Ton in diese Richtung nach oben fliegend. Und ich mache genau das hier. Ihr kennt vielleicht alle aus Harry Potter diese eine Szene, wo der Kobold so verhext wird, der erst die überhaupt nicht durchlassen will und der dann plötzlich macht. Und der ist dann total an im Gesicht. So dieses Gefühl, wenn man einmal ganz tief durch die Nase Luft holt, macht das mal. Und im Grunde weiten sich die Augen und diese Präsenz gibt uns quasi Glanz obendrauf. Vielleicht gibt uns auch Glanz obendrauf, wenn wir ganz geheimnisvoll eine ganz wichtige Information teilen, im Gegensatz zu einer ganz langweiligen Information, ja. Das ist Glanz. Und wenn wir den zum Aufwiegen von Bottom benutzen und uns gut mit dem Ohr drauf verlassen, dass hier die Intonationslinie ist, können wir den Ton und die Intonation von diesen beiden Seiten wie einfassen und lenken und haben einen viel stabileren Ton als diesen ganz gefährlichen, wo ich nur versuche, yeah, zu singen und das versuche vielleicht irgendwie über Muskeln zu halten und dann gerät das ins Wanken und dann muss ich wie ein bisschen mehr drücken oder weniger drücken. Gar nicht. Ich gebe dem Ton ganz viel Raum. Ich habe ganz viel unten drunter und drüber. Yeah! Und der Ton wird ganz frei und ich kann sozusagen ihn als eine viel mehr, also als ein Frequenzspektrum auch denken anstelle einer einzelnen Linie, die nur der Mittelpunkt des Tons ist. So, und jetzt gibt es in diesem System die Möglichkeit, und da kommen wir gleich, wenn wir in die Theorie einsteigen, hin, die Möglichkeit mit Absicht bestimmten Tönen mehr Glanz oder auch weniger Glanz und mehr Boden oder auch weniger Bottom, Fundament zu verleihen, um bestimmte Akkorde ideal zu gewichten. Und dann wird es richtig spannend. So, zu meiner Philosophie des Tons. Jetzt überlege ich, ob ich da vorne mit euch was Schönes mache oder hier hinten. Wir gehen noch mal hier an den Flügel rüber. Derjenige, der hier übrigens immer wieder mal von mir überrascht wird und schwenkt, ist der Peter, der das super macht. Deswegen Applaus für Peter einmal zu Hause. Sehr schön. Derjenige, der euch hier im Chat ganz fantastisch betreut, ist der Maiko. Das heißt, schreibt auch ihm ganz unbedingt ein herzliches Hallo. Genau, und zwar hätte ich gerne mit euch gemacht meine absolute Favorite-Lieblingsübung, die einerseits eine witzige Everyday-Warm-Up-Übung sein kann und andererseits die Grundlage eigentlich für das bietet, was ich gleich mit euch machen möchte, nämlich Improvisation, bei der man tatsächlich selber weiß, was man tut. Wer schon bei Vinny eingeschaltet hat, ich habe mal in die Seminare vor mir reingezappt, der hat auch schon fleißig mitgeübt, Zählübungen zu machen. Ich hätte gern mal in dieser Tonart, ja, ich gerne mal eine Gesangsübung, die einfach nur auf Zahlen gesungen ist. Die geht quasi 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1 und es kommt immer eine Zahl mehr dazu. Auf geht's, ihr könnt direkt mitmachen. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, sehr schön. Okay, wichtig ist, wenn wir die machen, damit es auch wirklich ein bisschen nicht nur Theorie, sondern auch eine Gesangsübung ist, fetzt das, wenn wir nicht machen 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, sondern wenn wir 1, 2, 3, 2, 1, also ba, einen durchgesungenen, cremigen, warmen Ton zugrunde legen unter dieser Übung. Okay, selbes Spiel.
mal einen Tick schneller. Ihr werdet merken, dass es gar nicht so ohne ist zu sagen 98765 4321, sagt es mal. Interessant. 98765 4321 ist dann der Rückweg. Das Tempo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Oh, Jazz. Hätte ich mal bei den Fingersätzen früher im Klavierunterricht besser aufgepasst, dann müsste ich nie so viel gucken hier. Genau, fantastisch. Jetzt gibt es verschiedene lustige Facetten dieser Übung. Man kann die in verschiedenen Tonarten machen oder in verschiedenen modalen Skalen, Kirchenturnleitern. Das machen wir heute gar nicht. Aber wir machen noch eine Variante der Übung. Ich verspiele mich nochmal für euch in H-Dur hier live und in Farbe aus Berlin. Und zwar machen wir die Übung so, dass wir die Zahl 4, wann immer die auftaucht, rhythmisch an der Stelle haben, aber sie lautlos singen. Ja? Das heißt, es passiert dann 1, 2, 3, 3, 2, 1 und immer wenn wir an der 4 vorbeikommen, ist die lautlos. Let's go! 1, 2, ein Tick langsamer. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Yes, da war die 4. Schade, aber bei euch war sie vielleicht auch mal dabei. Sehr gut, ihr könnt das Spiel beliebig weiterspielen. Tatsächlich wird es umso schwerer, wenn wir eine Zahl wählen, die wir rauslassen, die einen Basiston dieser Harmonik, dieser Durtonleiter bildet. Basistöne, also die wichtigen Rahmentöne, da kommen wir gleich nochmal zu, sind zum Beispiel der Grundton, die Terz, in dem Fall die Dur-Terz und auch die Quinte. Ja? Wenn ich die rauslassen soll, das wird schon schwieriger. Könnt ihr mal probieren und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, solche Übungen live nochmal zu gucken. Ich habe selber einen YouTube-Channel, den ich, bevor ich zu euch hier vorne komme, mal erwähne. Und zwar gibt es unter All You Can Eat Musiktheorie die Möglichkeit, ganz vieles zu finden, was ich an Inhalten für euch aufbereitet habe. Zum Beispiel gibt es eine Menge von Arrangements, die man da mitlesen kann und anschauen kann. Es gibt im Wesentlichen, das ist eigentlich so die Kernidee des Kanals, einen Podcast, eine Podcast-Reihe, die erst 2 Folgen hat, aber in diesen Folgen werden ganz knackig ein paar Sachverhalte erklärt, die vielleicht ganz spannend sind, wie zum Beispiel die Frage, wie entsteht eigentlich unser Tonsystem oder auch wie kommen Intervalle zustande und nicht nur lehrbuchmäßig da, das ist eine Quarte, lern das, üb das und so ist es, sondern ich versuche der Frage nachzugehen, wo kommt das her und warum ist das eigentlich so. Dann gibt es in dem Kanal noch verschiedene andere Sektionen, zum Beispiel ein Loopstation-Workshop, ein Beatbox-Workshop oder Klavier-Voicings oder verschiedene Impulse, die vielleicht Spaß machen zu gucken. Und wenn ihr also mal vorbeischaut, würde ich mich total freuen und wenn ihr mir ein Abo da lasst, erst recht, weil das hilft mir total weiter. Und ihr findet den Kanal unter meinem Namen auf YouTube oder auch unter All You Can Eat Musiktheorie. Das liegt daran, dass es gibt nur eine einzige Sache auf diesem Planeten, die tatsächlich ansatzweise so wichtig ist wie Musik und das ist Essen. Genau, in diesem Sinne gehen wir mal nach vorne. So. Ich habe euch hier, jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich nämlich einen Kopfhörer besitze mit meiner Lieblingsmusik, die ich hier nebenbei höre. Nee, Spaß. So, hier sind wir. Und zwar gucke ich kurz, wie wir weiter verfahren. Weil wir gerade über Essen sprachen, das fand ich eine ganz wichtige Info, nämlich die Frage,
Was ist denn bitte besser als eine Rittersport-weiße Vollnuss? Und da kam ich auf die Lösung 2, Rittersport-weiße Vollnuss. Das heißt, ich habe das auch heute hier nur dabei. Das kann man nur machen, weil wir Corona haben. Das heißt, Corona hat nicht nur Nachteile, es hat auch den Vorteil, wenn man kein Publikum hat, kann man immer Schokolade dabei haben und kann die ganz für sich haben. Guck jetzt nicht so zu mir rüber, Peter. Das sind zwei Schokoladen. Ich weiß, vielleicht habe ich die nicht ganz zufällig dabei. Wir schauen mal. So, jetzt gucke ich auf meinen schlauen Spicker, was ich mit euch noch alles Schönes vorhabe. Und zwar, cool. Ich habe euch gerade versprochen, wir kommen mal zu der Frage, wie kommen wir denn auf, was sind denn eigentlich diese Rahmentöne und wie kommen wir denn zum Thema zum Improvisieren? Und zwar, so, jetzt müsstet ihr mich hören können hier, genau. Und zwar ist es so, dass wir in einer Tonart, zum Beispiel einer Dur-Tonart, haben wir folgende Töne. So, das waren jetzt alle 7 Töne einer Durtonleiter gleichzeitig. Wer das genau wissen will, warum und wie diese Durtonleiter zustande kommt, findet dazu ein Webinar All You Can Eat Musik auf meinem Channel. Da erkläre ich genau, warum es die gibt. In dem Fall gibt es die jetzt einfach schon mal und unser Ohr stellt fest, wow, das ist aber eine Menge Info und das ist ja ganz schwer zu verstehen. Das liegt daran, dass einfach diese Töne hier alle gleichzeitig gespielt Obertöne besitzen, die auch alle, weil die sehr dicht nebeneinander liegen, ebenfalls sehr dicht nebeneinander liegen, sodass wir dieses Cluster sehr oft bei eigentlich allen existierenden Obertönen hören wir ein Cluster und unser Ohr kann ganz schlecht identifizieren, was ist denn das für ein Klang bitte? Und aus diesem Grund kam man auf die ganz simple Idee, diese Obertöne auch auseinanderzuziehen. Und deswegen hat man einfach nur von 7 aufeinanderfolgenden Tönen sich gesagt, oh, dann nehmen wir einfach den ersten nur, den zweiten lassen wir mal raus und den dritten, den vierten lassen wir wieder raus und dann packen wir die eine Oktave höher, so auf Lücke. Und dann bleibt übrig 1, 3, 7, Entschuldigung, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ah, und schon kann unser Ohr klarer verstehen, was da los ist. Und deswegen sind überhaupt auch Akkorde in Terzen aufgebaut, weil sie viel klarer vernehmbar sind. Und so kommen wir auch zu diesen Optionszahlen, die vielleicht Leute, die sich für Theorie gar nicht so sehr interessieren, immer wieder auch vielleicht manchmal einschüchtern. Es sind gar nicht so viele. Es sind eigentlich abgesehen vom Grunddreiklang, der 1, 3, 5 geht. Ja, da, du, we, du, ah, singt mal. Oh. Fantastisch, kennt jeder. Abgesehen von diesen Zahlen gibt es tatsächlich dann nur noch 4, nämlich die 7, 9, 11 und 13. Ja, die 9 ist das gleiche wie die 2, die 11 ist das gleiche wie die 4 und die 13 ist das gleiche wie die 6. Wenn ich jetzt noch einen draufpacken würde, die 15 brauche ich nicht, weil das ist wieder derselbe Ton wie ganz unten. Ja, das heißt, in diesem Sinne gibt es also nur 4 dieser fiesen Optionszahlen, ja, von denen wir jetzt gerade bei unserer Gesangsübung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sogar die 7 und 9 ja schon dabei hatten. Okay, was wir jetzt haben, wenn wir zum Beispiel zurückkehren zu dieser Anfangsidee von diesen verschiedenen Beschaffenheiten eines Tons, dann können wir zum Beispiel sagen, dass Grundtöne, da, singt mal diesen Grundton bitte, on. Sehr schön, der hat sozusagen was ganz Geerdetes, Volles. Wenn ihr das ein bisschen stützen wollt und wollt, dass der nicht wackelt, könnt ihr ein bisschen Luft drauf geben. Da und genau, der hat quasi eine unglaubliche, wenn man so will, Erhabenheit, eine große Länge, viel Fundament und damit er nicht zu tief und zu müde klingt, muss ich entsprechend viel Glanz obendrauf packen und dann wird der Ton sozusagen sehr vielschichtig, ja. Genauso gibt es einen zweiten Ton, der im Grunde die Harmonik extrem einrahmt und in jedem Chor und Ensemble dafür sozusagen Sorge trägt, dass alles schön stabil klingt. Und das ist die Quinte, die 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Für die 5, wer das mit dem Zählen schwierig hat, dem empfehle ich, kauft eine 10er-Packung Kinderriegel.
So, und esst als erstes mal einen davon. Das ist ganz wichtig, weil ihr braucht 9 Kinderriegel. Und dann könnt ihr das sozusagen auf diese Weise auch abzählen. Und jetzt haben wir 5. Ja, so. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Singt mal den hier. 1, 5. Fantastisch, ja? Sozusagen, das ist die Übung. Man kann sehr gut mit diesen Kinderriegeln auch dann mit Kindern sowas lernen, sozusagen. Sing mal die Anzahl der Kinderriegel, die du hast. Machen wir ganz kurz als Übung für euch zu Hause. Das ist der Rahmen. Ich mache einmal vor, dass ihr wisst, wer wie klingt. 1, 2, 3, 1, 2, oh, jetzt fies. 4, 3, Scheiße. 5, 1, genau. Ja, das heißt, das ist der Rahmen. Jetzt zeige ich mal, man kann das natürlich auch mit Fingern machen. Nochmal. 1, 2, 3, 1, 4, haha, verarscht. 4, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 1, genau. So kann man also anhand dieser Horizontlinie, diesen Grundton, den wir uns merken, über Abzählen wissen, was singe ich denn überhaupt eigentlich gerade für Zahlen. Jetzt gibt es eine Sache, die eigentlich ganz viele Völker der Erde ganz intuitiv für sich gefunden haben. Ja, das hier zum Beispiel sind solche Töne, die in alter chinesischer Musik auftauchen, und die eigentlich rund um den Globus intuitiv genutzt werden. Zum Beispiel auch Bobby McFerrin in seinen Circle Songs, da hat die ganz oft zugrunde gelegt. Und das sind 5 Töne, eine Pentatonik. Und es sind nicht irgendwelche 5 Töne. Wir kriegen jetzt hier gleich mal ganz fantastisch eingeblendet eine Hilfsskizze sozusagen, wie kommt eine Pentatonik eigentlich zustande. Und zwar habe ich 7 Töne, von denen wir gerade gesprochen haben, die weißen Tasten am Klavier. Ja? Und wenn ich die jetzt mal der Reihe nach 1, 3, 5, 7 in dieser Reihenfolge spiele, dann gibt es 2 Stellen, wo wir feststellen, hauaha. Das ist aber in gewisser Weise fies. Und zwar, das ist nicht fies, das ist nur die 1. Das ist die Dur-Terz, die macht uns happy. Dur-Akkord vollständig, auch alles gut. Jetzt wird's spannend. Ein Jazzer oder ein Popmusiker würde sagen, hey, geil ist doch. So kiss me, ist doch super, ist doch Pop, ist doch wunderbar. Aber auch dieser Ton hat trotzdem eine Eigenschaft, die bisher kein anderer Ton hat. Nämlich, er ist ein Halbton neben einem anderen sehr wichtigen Rahmenton von 1, 3, 5. Und zwar ist er ein Halbton unter dem Grundton. Ja? Wir singen mal la da und la da. Genau, der möchte sich also auflösen. Und diese 7 ist deshalb, weil sie sich auflösen möchte und nicht einfach nur stundenlang cool gesungen werden kann. Da widersprechen mit Recht die Jazzer. Deswegen ist dieser Ton böse und schafft es nicht in unsere Pentatonik. Weiter geht's. Den lassen wir also raus. Jetzt käme der hier, die 9 oder auch 2. Die ist einen ganzen Ton weg von Grundton, ja, ba. Und die ist auch einen ganzen Ton weg von der Dur-Terz. Die bedrängt also kein Rahmenintervall. Also kann die bleiben. So. Ja, und jetzt käme als nächstes die 4. Wow, das ist ganz schwierig, wenn man das jetzt hier so mal spielt. Tatsächlich bestätigen immer Ausnahmen die Regel und ich persönlich liebe solche Akkorde. Ja, das ist super schön. Das ist aber die Ausnahme der Add-4, wo ich die Quarte rein addiere Akkord. In der Regel ist es einfach erstmal so. Löst mal auf. Da. Jawohl, ihr wollt zur 3 runter. Das heißt, die 4 hat ein immenses Auflösungsbestreben, weil sie auch wieder einen Halbton neben einem Rahmenton von der 1, 3, 5 liegt. So, dann gibt es noch die 13 oder 6. Ja, die klingt so hier. Und wir haben das ähnlich wie bei der 9. Da, ganz Ton von der Quinte weg. Oder da. Was übrigens eine sehr schöne Wendung ist von der 6 zur 7.
Aber diese Sechste bedrängt auch wieder niemanden, also darf die auch bleiben. Und wir haben also unseren Dur-Dreiklang plus die 2 und 6. Und da sehen wir in Türkis ungefähr, sehen wir sozusagen die Töne, die es in die Pentatonik schaffen. Die anderen beiden der Durtonleiter sind einfach mal böse, weil sie nämlich das hier machen wollen, weil sie sozusagen dominantisch sind und sich auflösen wollen. Und schon bleibt etwas übrig, was so klingt. Yeah, wir jammen das ein bisschen. Oh, ich phase. So. Dum, 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 dum. So, jetzt haben wir ein bisschen Band. So, ein bisschen leiser. Here we go. Und wir haben ein bisschen Band, die uns einfach einen Grundgruf spielt. Und wir singen mal die Zahlen, ja? Los geht's. On. 1, 2, 3, 5, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 5, einmal bis zur 8. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 6, 5, 1, nochmal 6, 5, 1, 6, 5, 1, einmal 6, 5, 2, 6, 5, 2, nochmal. 6, 5, 2. Ja, und da habe ich also Töne. Das kennt ihr auch alle von, wer mal als Nicht-Pianist an einem Klavier saß und die schwarzen Tasten einfach rauf und runter gespielt hat, der hat auch automatisch eine Pentatonik erwischt. Tatsächlich ist das dann die Fis-Dur- oder Es-Moll-Pentatonik, also sehr fancy mit vielen Vorzeichen, logisch, weil alles schwarze Tasten. Genau, das zur Dur-Pentatonik. Wenn wir jetzt ähnlich wie wir, lass die noch kurz eingeblendet bitte, wenn wir nämlich ähnlich wie bei einer Dur-Tonleiter, C-Dur, zu einer Moll-Tonleiter uns bewegen, dann stellen wir fest, wir nehmen eigentlich, lassen wir die weißen Tasten so weiß, wie sie sind und packen noch zwei drunter. Nämlich unter das C packen wir H und A und dann haben wir einfach weiße Tasten von A bis A und nicht mehr von C bis C und schon ist das Moll. Klingt so. So, wenn ich jetzt also rausfinden will, wie geht denn eine Moll-Pentatonik, weil zum Beispiel meine Band vielleicht gerade Bock hat, in Moll zu grooven, ja, dann brauche ich natürlich die Pentatonik von Moll aus und die ist genauso parallel wie Dur und zwar, ihr seht das mit der leicht eingefärbten 6 unten drunter gerade und die wird jetzt zur neuen 1 und diese jetzt grüne 1 ist quasi der Moll-Grundton, dann kam ja unser Sprung zum C, was dann hier in dem Fall zum Beispiel in A-Moll gedacht die 3 ist, also A und C sind 1 und 3, D und E bleiben, das heißt wir haben 3, 4, 5 als Strecke und dann haben wir noch die 7, das G, bevor wir das wiederholende A oben drüber, was ich nochmal in dunkler dran geschrieben habe, damit ihr seht sozusagen, dass es natürlich dann einfach immer wieder von neuem losgeht. Ne? Und so weiter. So, das heißt, wir können dasselbe Spiel von Moll aus machen. Meistens ist die Moll-Pentatonik sogar die gebräuchlichere, weil aus ihr abgeleitet kommen wir noch zu einem dritten Teil, was fast genau das gleiche wie diese ist und was uns fürs Improvisieren richtig viel Spaß bereiten kann. Okay, wir brauchen eine Mollband. Alles live hier. Wir jammen. Okay. Let's go. So, das spielt jetzt unsere Band. Alright. So, hier sind wir. Band spielt Moll. So, let's go. Eins geht's los. Und 1, 3, 4, 5, 7, 5, 4, 3, 1. Yeah, auf Zahlen. Jam it at home. Oh. 1, 3, 4, 5, 7, 5, 4, 3, 1. 7, 1. Doppelt so schnell. 1, 3, 4, 5, 7, 5, 4, 3, 1. 7, 1. Bisschen Buffering im Gehirn hier. Once again.
1, 3, 4, 5, 7, 5, 4, 3, 1. So, jetzt zeige ich die Zahl und ihr singt sie. Auflösung. Nächste. Das muss zeigen. Oh, böse gar nicht dabei. Sehr schön. Cool. Böse gar nicht dabei hat folgenden Hintergrund. Und zwar hat Miles Davis mal gesagt, you have to play what's not there. Weil es einfach spannender manchmal sogar ist, dann über die Pentatonik hinauszugehen und zu sagen, ich habe noch Töne und Gewürze dabei, die für dich, den Zuhörer, ein bisschen besonderer sind. Warum besonderer? Weil die Band gerade spielt uns diesen Akkord. Und der besteht aktuell, ihr könnt es nebenan auch dran an den Zahlen sehen, der besteht aus 1, 3, 5 und der 7. Das heißt, ich habe beinahe alle Töne der Pentatonik ohnehin auch schon verraten als Pianist. Das heißt, im besten Falle, wenn ich mit einer Moll-Pentatonik improvisiere, kann ich Punkte sammeln, indem ich die 11, also die 4, singe, weil die noch nicht dabei ist. Und wenn ich mal, also 1, 3, 4, wenn ich diesen Ton mal am meisten benutze, ja, mache ich mal. Habe ich an der Stelle vielleicht noch die spannendste Farbe der Pentatonik benutzt. Und das war eben der Grund, warum ich euch auch einmal die 2 gegeben habe, weil mein erster Saxophonlehrer, der mir diese Pentatonik damals beigebracht hat, hat auch gesagt, du wirst unendlich reich und schön, wenn du einfach ein Jazz-Solo anfängst und du hältst lange die None. Dann werden dich alle lieben. Das wäre der Grundton. Wie wäre die 2 von alle? Die 2 ist sozusagen dann der hier, ja. Das heißt, ihr könntet mal einfach mit dem Grundton starten, singen. Du-da! Und eine lange 2 halten, die sich eigentlich hier gerade in der Pentatonik sehr ausgegraut nur befindet. Kann aber fetzen, nämlich 2, 3. Du-da! Auch schön ist, dass die 3 direkt neben der 2 liegt. Ja, ihr dürft das selber mal jammen, ich singe euch nichts rein. Das hier ist eure Basisnote, die None. On. Yeah. Come on. Aber bestimmt macht ihr das ganz toll. Da ist die None, wer sie verloren hat. Grundton. Yeah, okay, cool. Das heißt, das ist erstmal die Moll-Pentatonik, was eigentlich das intuitivst benutzteste ist, wenn wir in irgendeiner Form improvisieren. Ob wir singen oder ob wir das an einem Instrument machen. Und es gibt ein kleines zusätzliches additional Gewürz, was wir auch die Blue Note nennen, was wahrscheinlich viele von euch mindestens schon ein Leben lang gehört haben, vielleicht aber noch nicht als solche identifiziert. Und zwar ist der Tritonus, der Diabolus in Musica. Eine Note, ist sie schon drin? Jetzt darfst du sie mal reinblenden für uns. Magic, sehr gut. Zwischen der 4 und der 5, wir singen sie. 4... 5, die einen Ganzton auseinander liegen, ist der Kollege. Yeah, 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 yeah. Ja, den wir auch von Maria kennen oder von... Oh. Krass, in der Tonart habe ich es auch noch nicht gespielt. Okay, genau, es gibt ein bisschen mehr Klavier für euch, höre ich gerade. Okay, so, und zwar... dieser Kollege, ja... der jetzt hinzukommt in unsere Pentatonik, macht aus der gesamten Pentatonik eine Blues-Tonleiter. Wir singen die mal, wir nennen den Kollegen Jazz, weil
wenn wir singen Kreuz 4, dann ist das zu viele Silben und deswegen heißt er einfach Jazz. Und wir haben 1, 3, 4, Jazz, 5, 7, 8, 7, 5, Jazz, 4, 3, 1, schneller und 1, 3, 4, Jazz, 5, 7, 8, 7, 5, Jazz, 4, 3, 1. Einmal Jazz, Jazz. Genau. Was im üblicherweise oft auftaucht, ist Jazz in Verbindung mit der Auflösung zur 4 oder Jazz in der Auflösung zur 5, ja? Das heißt zum Beispiel, das wäre zum Beispiel in dieser Wendung. Da hätte ich quasi die Bewegung Jazz, 3, 4, singen wir mal. Baden da. A 1, 2, ah. Babada. 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 Genau, andersrum wäre zum Beispiel. Ja, wir nehmen mal diesen Lauf. Jetzt ihr. Cool, genau. Das sind die Nutzungen von Jazz. Okay, wir machen ein bisschen. Ah, wir haben ja noch eine coole A-Moll-Band hier auf dem Loop. Die groovt ein bisschen für uns. Wir machen ein bisschen Call-Response. Ich singe euch eine Linie vor, ihr singt die nach. Und versucht mal rauszufinden, ich singe die zunächst erstmal relativ einfach und versuche dabei das als Übung zu sehen, dass ihr nicht nur einfach nachsingt, sondern mal versucht rauszufinden, was singt ihr da eigentlich. Ihr habt ja nebenbei wunderbar eingeblendet, wo wir starten können. Mit der 1 geht's los, ja. Badaduta. Auflösung wäre 1, 7, 1. Badaruta. Nächste. Babundodon. Once again, Babundodon. Yeah. 3, 1, 7, 1. Ja. 3, 1, 7, 1. Once again. Your turn. Jetzt habt ihr so einen klassischen Fall von, ey, ich habe was gesungen, das fand ich cool, aber morgen weiß ich nicht mehr, ob ich das noch kann. Wie finden wir denn raus, was ist, wenn ihr das für euer späteres Leben irgendwie behalten wollt? Singt mal den Grundton von dem Song gerade von der Band. Da ist er. Im besten Falle habt ihr den hier gesungen. So, und jetzt können wir einfach diese Stufen, die wir am Anfang gemacht haben, nochmal abzählen und haben da, 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 da und gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Bap! War eine Oktave. Den kenne ich, Bap down. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ein tiefer war dann 4. Ah, ich habe gesungen 5, 4. Ja, und so kann ich also die intuitiv gewählten Töne, die ich einfach mal reinsinge, über dieses System mal ergründen und wirklich versuchen, nicht nur cool Bap down zu singen, sondern sogar mit Absicht vielleicht später singen zu können, während die Band spielt. Yeah. 5, 4, Jazz, 4, 2, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 6, P, 6, 5, 3, 2, Major, 7, 1, 5. Das heißt, am Ende sind es alles nur Gewürze, die ich irgendwie lerne und nutze. Und wenn ich die einmal gelernt habe, habe ich die für den Rest meines Lebens greifbar. Es gibt nur 12 Töne. Das heißt, ich muss nicht mal als Sänger diese Töne am Klavier lernen. Ich muss nur diese Zahlen, die es einmal gibt, lernen und mir ins Ohr packen. Und schon kann ich da extrem schön mitarbeiten. So, wir sind schon relativ weit vorangeschritten. Und das war's zum Thema Bap Down. Und wir machen noch eine Sache, die ich quasi für euch vorbereitet habe und als
Jetzt muss ich noch mal kurz drüber lesen, ob ich wirklich die ganz coolen Sachen. Ich glaube, die coolen Sachen haben wir alle gemacht heute, die ich mit euch machen wollte. Und zwar gibt es eine Gruppe, in der ich tatsächlich singe. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch die. Die heißt Voxit, ist aus der Gruppe Tonarausch entstanden und die hat. Diese Kinder lenken mich ab. Und die hat tatsächlich jetzt 15-Jähriges und leidet leider in dem Sinne auch ein bisschen an Corona, als dass wir jetzt in unser Abschiedsjahr starten und sehr, sehr hoffen, dass wir in diesem Jahr noch ein paar schöne Konzerte geben dürfen. In echt, im Sommer gibt es da ein paar Termine und es wäre super toll, euch bei dieser Gelegenheit vielleicht auch anzutreffen. Und ich habe euch exklusiv für heute etwas gebastelt, was noch keiner gemacht hat. Und zwar dürft ihr mit Voxit singen. Und zwar gibt es, findet ihr einmal jetzt hier kurz sozusagen durchgeguckt. Wir schauen uns gleich ein Video an. Ihr findet das in dem Kanal All You Can Eat Musiktheorie von mir. Unter Arrangements, Vokalarrangements. Und dort gibt es zwei Videos. Und zwar einmal gibt es diesen Song, I Fade Away, den ich gleich mit euch machen möchte, als quasi Learning Track. Ihr seht also die Noten und ihr hört die Hauptmelodiestimme von Diana. Und dann findet ihr als zweites genau das gleiche Video nochmal ohne die Hauptstimme und könnt sie selber singen. Unser Ziel wäre, wenn ihr Lust habt, das zu machen, singt das, nehmt das auf. Ihr könnt mir auch, wenn ihr es als MP3 zum Dazusingen braucht, schreiben. Dann bekommt ihr die MP3. Und wir möchten das super gerne hören, wie ihr den Song von uns singt. Und würden uns auch, wenn ihr so mutig seid, dann ein Video dazu zu machen. Oder dann würden wir das auch teilen im Social Media und sagen, hier guckt mal. XY singt gerade I Fade Away von Voxit. Das heißt, ihr kriegt dann die Begleitstimme. Und jetzt schauen wir mal direkt in den Song rein. Das ist eine Ballade, die ich vor geraumer Zeit geschrieben habe. So, und gucken mal, ob das mit dem Ton passt. Genau, da sind wir. Du, du, du. Da-di-da-da-da.
So, das war I Fade Away. Ja, ich habe den auch selber lange nicht gehört. Ein Song über, das kann man sich selber erfüllen, was man da drin hören möchte. Eigentlich ist er über ein verrichtetes Tagewerk, nachdem man dann einschlafen darf, verrichteter Dinge. Und man kann da allerdings auch noch andere Dinge raushören, wenn man das darin finden möchte. Genau, ich würde mich also wirklich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr mir da was zuschicken wollt an einer eigenen Version. Und das war jetzt quasi der Learning Track zum Mitsingen. Was nicht ganz ohne ist, ist tatsächlich der Punkt, dass wir auch für Männerstimmen super geeignet eigentlich. I fade away, too many places I have seen today. Die Stelle, now there's one thing that I understood, ist natürlich wirklich was für Alt- und Bassstimmen. An dieser Stelle seid kreativ. Now there's one thing that I understood, even been. Ja, also es muss nicht genau dieser understood sein, weil nur weil das da jetzt in den Noten steht. Weil sowieso ist das so meine Basisweisheit eigentlich. Noten sind eigentlich eine Erfindung, um sich an eine Wahrheit, die musikalischer Natur ist, später mal noch erinnern zu können. Noten sind nicht das Endziel. Das heißt, mit allen Chören, mit denen ich so probe und singe, die singen dann irgendwann so die richtigen Noten. Und dann ist so das Bild, naja, das ist dann Schluss. Wir haben ja die richtigen Noten gesungen, wir können das Stück. Aber das Stück selber ist vielleicht hier. Und das Stück hat zwar Noten, damit man es aufschreiben kann, aber eigentlich beginnt die Arbeit genau dann, wenn alle die Noten können. Deswegen ist das größte Geschenk, was ihr euren Mitchoristen machen könnt zum Beispiel, ist das größte Geschenk ist, selber vorbereitet zur Probe zu kommen, um nicht nur gemeinsam Noten zu lernen, sondern um gemeinsam die Musik, die hinter den Noten ist und da erst anfängt, wirklich zu erkunden. So, jetzt sind wir also relativ weit fortgeschritten und schaffen das leider nicht, den Song jetzt im Einzelnen mit einzelnen Stellen zu proben. Das macht aber gar nichts, denn ihr habt ja dieses File, diesen Learning Track, den Sing-Along Karaoke Playback Song habt ihr auch. Beides findet ihr unter All You Can Eat Musiktheorie auf YouTube. Und ich bin da ganz extrem gespannt auf euer Feedback. Die Dame, die das singt, ist eine sehr gute Freundin von mir aus meiner Band Voxit. Diana Labrenz heißt sie und sie ist eine ganz ausgezeichnete Gesangslehrerin und Dozentin. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass sie auch hier mal vorbeischaut für das Format. Falls das so ist und ihr sagt, wow, die hat das aber toll gesungen, schreibt das jetzt in die Kommentare rein, weil wenn das mehr als 2748 Kommentare sind, die Diana einladen wollen, dann werden wir sie auf jeden Fall hierher verpflichten. Und ansonsten bleibt mir, mich zu bedanken bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und auch darauf zu verweisen, dass dieses tolle Format noch weitergeht. Eine sehr geschätzte Chorleiterin und Freundin von mir, Lilly Sommerfeld, die letzte Woche nicht dabei sein konnte, wird in diesem Format noch auftreten. Eventuell kommt jetzt gleich Maiko noch zu mir reingestürzt und hat diverse Zettel und Fragen für mich vorbereitet. Solange erzähle ich noch was. Und genau, also abschließend verspreche ich euch ewigen Reichtum und Schönheit, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und wenn ihr als zweites sehr gerne wirklich mal euch umhorcht, wer interessiert sein könnte bei den Young Voices Brandenburg ab Jahresmitte, wenn wir wieder loslegen dürfen, schätze ich mal, dabei zu sein. Zielgruppe ist dann leider für die, die da rausfallen, ist wirklich 14- bis 18-Jährige, 19 nehmen wir auch noch mit, so ungefähr in dieser Altersgruppe. Und wir werden dort voll mikrofoniert mit Sounddesign sozusagen und auch einigen eigenen Songs werden wir Chormusik machen. Und das geht sehr in eine Pop-Richtung. Und ich freue mich, wenn wir da noch Teilnehmer aus diesem Raum Berlin-Brandenburg finden. Die Tür quietscht sich nach offen. Maiko sagt, das sind so viele Fragen, das können wir jetzt gar nicht alles durchgehen. Deswegen lassen wir das offen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Adieu und wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt und dem Chorgesang gewogen bleibt. Macht's gut.